herzlich willkommen, ich Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße ihn recht herzlich zu einer weiteren Runde LS22 hier aus dem Fichtal. Ja, ich hoffe, ich geht's euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Aber wir befinden uns in der Aussaat. Plus, wir müssen heute noch düngen und wir müssen uns erweitern. Wir müssen uns unbedingt erweitern, meine lieben Sportsfreunde, weil wir haben einfach viel zu wenig Futter für unsere Tiere. Und das heißt, ich muss unbedingt ein Fütter dazu kaufen. Und das werden wir jetzt dann gleich machen. Ich möchte gerade nur zuerst aufs Feld fahren. Ich bin mit dem Fendt unterwegs, aus dem einfachen Grund, weil er halt einfach schneller geht. So. Ah, falsches Feld. Ich habe mir schon gedacht, ich habe doch das Kraft. So. Ja, kann mal passieren. Kann doch passieren. So. Dazu habe ich unseren Kredit wieder voll ausgeschöpft, weil mir, ich habe jetzt Gerste dazu kaufen müssen für die Hühner. Und deswegen müssen wir jetzt schauen, was wir da Felder kaufen. Ich würde mir die Parzelle 235 oder Feld 7 kaufen. Oder was ist das Feld? Keine Ahnung. Ja, Feld 7 würde ich jetzt kaufen. Dann hätten wir diesmal erweitert. Und dann wollte ich, sind wir bei 28.000. 52, 57, 34, 30. 66, 32, 70, 50. Die sind dann alle schon wieder zwei weg. Die sind dann alle schon wieder zwei weg. Aber wir haben jetzt einmal hier das Feld. Es wäre natürlich auch super gewesen aus Wiese, aber macht nichts. Wir kaufen jetzt die Parzelle 3, die kaufen wir uns auch noch dazu. Der ist schon wieder auf dem Weg liegt. Den Rest zahlen wir der Bank wieder zurück. Ich spiele damit mal 5. Und dann geht's auf. Hier. Schaut, dass wir jetzt hier dann Soja am Boden kriegen, dass wir den dann ernten können. Striegeln müssen wir auch noch. Die haben wir da habe ich schon gestriegelt. So viel zu denen, die waren für die habe ich schon gestriegelt, die müssen wir gerade dann nachher nur düngen. Und das war für etwas, was wir im Kraft haben, das ist schon Weizen. Brauchen wir keinen weiteren, weil da brauchen wir eben nichts anpflanzen. Das haben wir schon, aber müssen wir halt auch düngen. Aber das machen wir dann mit dem Johnny, weil da haben wir ja die Pflegebereifung dafür. So, da. Grüße gehen natürlich raus an meine Sportsfreunde. Das habe ich, nicht vergessen. An die Großen und die Kleinen. An die neu dazugekommenen und die Veteranen, die was schon lange hier auf meinem Kanal sind und mich verfolgen. Schön, dass ihr hier den Weg zu mir ins Fichtal gefunden habt. Und ich hoffe, ich kann mit den Let's Play ein wenig unterhalten. Den Käse müssen wir auch auslagern. Habe ich auch einmal auf Einlagern du. Müssen wir dann auch auslagern, damit dass wir eben zu einem guten Monat einmal einen Schwung Kohle einbringen. Stroh brauchen wir viel. Ich habe mir es ausgerechnet, wir brauchen ungefähr 200.000 Liter Stroh.
nur für die Tierversorgung, dass die sich immer schön läuft. Natürlich mehr war gut, aber ich möchte so ungefähr 100.000 an Silo reinpacken, dass wir wieder Mischfutter machen können. Und haben wir überhaupt nur im Silo etwas drin, wenn wir gerade dabei sind? Lass uns mal schnell schauen. Um 1600 Silo drin. Also heißt es, wir müssen da dann auch bei der nächsten Ernte wieder Stroh nachkippen, damit dass wir eben wieder selber die Mischfutterration machen. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir uns dann wieder dem Heu widmen, schätze ich mal. Na, ich bin beschlossen, ich werde auch den Fendt jetzt dann einmal, umso mehr Kohle das einer geht, bauen. Jetzt muss ich mal schauen. Molkerei. Ah, okay. Ja, da, die Flächen, die passt ja nur. Da fahren wir aber im Frontlader um, passt. Ja, dann kann ich mich die Käserei wieder nachproduzieren. Seht ihr es? 2000 Liter, ich weiß nicht, warum das jetzt so gemacht worden ist, aber dann weiß ich, beim nächsten Mal brauche ich gerade eine auslagern. Keine zwei bei 1999. Den Käse verkaufen wir dann zum günstigsten, zum Bestpreis. Da haben wir uns dann auf Lager. Ich muss also so die Eier und den Honig umbringen, aber ich glaube nicht, dass ich das bedenken mache. Soweit bin ich noch nicht. Vielleicht. Vielleicht, dass wir uns einen Auflieger kaufen, dass wir die Staufe packen können. Da ist noch Brauch, hat man nicht einfach umbauen. Jetzt. Schnell. Ah, nein. Das meine ich. Versus. 21.000, 21.000 mit Auto. Gut. Ja. Seit A30er, wenn er billiger hergegangen hat, waren wir zwar lieber jetzt anfangen, aber Zugmaschinen hätten wir dafür. Haben wir einen? Na, aber einen Holzauflieger hätten wir für 11.000. Den organisieren, aber da haben wir nichts zum Auflohnen. Mal überlegen. Muss ich mal überlegen, wäre eine coole Sache. Ist das, was ich mir da zack und dann sind die Steine da. Mir gefällt der Boden, der gefällt mir. Einmal ploppen die Steine auf. Ich weiß, wir haben Soja für die Gewächshäuser. Aber ich merke gerade,
eben den so der Sojaproduktion ein bisschen mehr nachhelfen. Dass dann dieselbe Schicht kontinuierlich aufgeht. Ich lasse jetzt auch die Kartoffeln, falls das ich das noch nicht erwähnt habe, ich lasse die Kartoffeln voll lappen. Ich lasse die Kartoffeln jetzt voll lappen und ja. Dass wir dann eure Ski produzieren können, dass wir dann richtig Ski kontinuierlich Geld einnehmen. Wir haben jetzt unsere Saatgutproduktion, da habe ich auch einen Mist jetzt komplett da bei den Dünger reingekaut. Ich habe einmal Mist habe ich zu einem Gewächshaus umgebracht. Da müssen wir halt dann auch einmal ein bisschen wieder 5000 Liter Saatgut reinhauen. Ah, Saatgut sag ich. Gerste müssen wir da reinhauen, dass wir wieder da weiter produzieren können. Ich sehe, es ist. Jetzt geht's los. Jetzt haben wir alles schön am Laufen. Jetzt müssen wir wirtschaften, dass wir rauskommen. Aus die Schulden. Und ich hoffe, dass das mit der Strategie so aufgeht. Und dass wir den Hof von meiner Oma da halten können. So. Ski machen, jetzt Ski machen. Ich versuche jetzt hier wirklich auf der Flussseite da Renten zu bleiben, außer wenn man irgendwo größere Wiesen sind, dann natürlich auch während die Wiesen. Mit der Baufolge schauen wir dann, wenn wir wirklich Kohle haben, wenn wir Produkte haben. Dass wir das wieder zusammenkriegen. Ich weiß, Baufolgen sind bärig, sind lässig, wenn wir auch die Brezen suchen, aber mir schirmt dann halt dann einmal so eine Brezenfolge dann zwischen so eine Folge rein, dass man die 6000 kriegen. Müssen dann für die Brezen müssen, aber dann ist die Folge nimmer, glaube ich. Das ist die Folge. Weiß jetzt gar nicht mehr. Müssen dann nachschauen, ist jetzt die 27 oder 28? Ist jetzt gar nicht. Wir holen uns dann einfach die doppelte Prämie. Wenn wir gehört haben, für die Baufolge. Nieder, ich spiele. Aber ich wollte euch jetzt gerade nochmal sagen mit Nusan, dass ihm da auch die Steine in der Fichtal aufploppen. Ich weiß, so macht man jetzt das nicht, über das frisch angesäte vorne, aber ich habe da ein bisschen was dagegen, wenn ich in die Nachbarfelder umgekriegt. Deswegen mache ich jetzt das so. Da haben wir ja zwei Vorgewinde. Macht man, ich weiß, man macht es nicht so, aber.
So. Ja klar, da ist der Knopf. Ist logisch. Ist ja der HP. So, dann machen wir da den Schwachmacher. Eine ganze Folge für uns, auch was. Füt. Obwohl, dass ich eigentlich nur sag gleich. Düngen wollte. Ja, einen Kredit hätte ich eigentlich geplant gehabt für die Baufolge geben, tatsächlich für die Baufolge. Aber ich habe mir das schon fast gedacht, dass uns das umso größer, dass wir werden mit den Feldern. Wir haben jetzt zweimal Hofer. Schauen, wie wir mit den zweimal Hofer auskommen. Also die zwei Felder werden bei Hofer bleiben. Mit der Fruchtfolge vielleicht, dass wir wechseln mit den Feldern. Mal schauen wir mal, wie ergiebig das so ist. Dass wir zwischen einmal in den Jahr Weizen da bauen und dann darauf folgen die Jahr Hofer. Dass wir also ein bisschen abwechseln haben von die Felder her. Aber ich muss was umbauen, was Stroh hat. So rum Hirse war zwar auch bärig, aber ich muss echt was umbauen. Jetzt zwar hat es 1000 Liter eben Gerste dazu kaufen müssen, dass unsere Hühner eben versorgt sind. So. Ja, gut. Dann war ich auf dem Weg um hier zum Hof. Wir sehen uns, wenn ich den Johnny umgebaut habe. Bis gleich, meine lieben Sportsfreunde. So, meine lieben Sportsfreunde, da bin ich wieder. Umbau dieser ist die 1 und die. Und die 7 müssen wir umbauen. Ich habe jetzt da gerade gesehen, dass da noch ein bisschen irgendwie Unkraut ist. Mir war ja lieber das mit der Gülle machen, mit der Su, aber. Ah, okay, das ist das, die Streife habe ich übersehen. Ja gut, dann müssen wir das lassen nochmal. Da haben wir halt da jetzt ein bisschen Unkraut drin. Die Streife habe ich leider übersehen. War ja ein bisschen was übersehen. Tantaten spritzen. Spritzen habe ich jetzt überhaupt keine Lust, weil mal wieder Spritzen kaufen oder Harke kaufen. Das kostet alles Geld. Und das habe ich momentan. Sinne, muss man damit leben. Ja, zu einem späteren Zeitpunkt. Wie gesagt, ich tue das schon gern da mit dem Kunstdünger. Ich kann ja viel lieber produzieren, dass ich ihn verkaufe. Nutzt halt nichts, so viel Material produzieren können wir nicht. Und ja, es ist da die doppelte Düngestufe. Die doppelte Düngestufe. Das doppelte wird abgekommen. So.
haben wir, glaube ich, diesen Rest so ein bisschen erledigt, wo sie gern erledigen wollte. In der Folge. Dann werden wir dann in der nächsten Folge werden wir dann voll machen, dass wir wieder Nahrung haben für die Pferde, für die Kühe. Wir haben gar nichts mehr. Das ist das Problem, wir haben gar nichts mehr. Wir haben nur ein bisschen, wir haben nur ein bisschen Gerste, aber sonst haben wir gar nichts mehr. So, jetzt fahren wir da einmal rüber. Besser dies eigentlich so weit erledigt sei. So, jetzt schauen wir uns das einmal an. Das hat nichts gebracht. Wie fix, das hat nichts gebracht. Aber na gut, meine Sportsfreunde, das war's für diese sportliche Folge von mir. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen zum Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier aus der Fichtal weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dieses Video schaust, vergisst mal meinen Leitspruch nicht, Respekt, Kimpf vom Boot respektieren. In diesem Sinne bleibt mir gewogen, vor allem im Sportsfreunde, es ist viel, viel wichtiger, bleibt mir gesund, bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!